Der Bericht Brennpunkt Schweiz wird eine wichtige Grundlage für die Schweizer Klimapolitik sein. Mir gefällt besonders gut, dass er nicht nur die Resultate des IPCC-Berichts auf die Schweiz herunterbricht, sondern sie mit den Befunden der Schweizer Klimaforschung kombiniert. Der Bericht zeigt auf, welche Risiken mit dem Klimawandel in der Schweiz verbunden sind. Diese können wir verkleinern, wenn es uns gelingt, den globalen Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Und auch dazu beschreibt der neue Bericht Handlungsfelder, in denen die Schweiz ihren Beitrag leisten kann, nämlich die Ernährung, die Mobilität und das Heizen. Brennpunkt Schweiz wird insbesondere für die Anpassung an den Klimawandel eine wichtige Grundlage sein. Im Bericht sind die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt, auf die Naturgefahren, auf die Landwirtschaft, auf den Wald, auf das Energiesystem, auf den Tourismus, auf die Gesundheit und auf die Biodiversität in der Schweiz detailliert beschrieben. Diese Auswirkungsbereiche sind als Sektoren in der Anpassungsstrategie des Bundesrates enthalten. Der Bericht Brennpunkt Schweiz greift aber weitere Themen auf, wie beispielsweise die Finanz- und Versicherungsindustrie oder die indirekten internationalen Auswirkungen des globalen Klimawandels auf die Schweiz. Bei der Weiterentwicklung der Anpassungsstrategie des Bundesrates werden wir diese Themen aufnehmen. Zudem wird es darum gehen, geeignete Maßnahmen für diese Bereiche zu entwickeln.